Willkommen zurück zu Spellforce 2 Drangstorm. Und wir machen weiter erstmal mit dem. Was ist denn hier unten noch? Egal, nicht ablenken lassen. Wir machen jetzt erstmal hiermit weiter. Und wollen erstmal dieses Wasser holen. Das dumme ist, ich weiß gar nicht, wie der Wegschrein hier heißt. Wahrscheinlich der Stelle. Nee, der Stelle Hain ist es nicht. Nee. Nordosten kann es auch nicht sein. Heilige Stätte. Heilige Stätte? Heilige Stätte. Ah! Der Bär hat aber richtig Bock auf mich. Bär, hier, bitteschön. Funktioniert's? Keine Ahnung. Ja, scheinbar schon. Oh ja. Oh, macht schon sehr viel Damage mit meinen Fähigkeiten, ne? So, hier. Ja, hier bekomme ich noch Fleisch. Krass, yeah! Cool, viel Fleisch. So. Gut, dann holen wir uns das Wasser. Wasser aus dem Brunnen schöpfen. Das Wassergefäß ist nun voll mit dem Brunnenwasser. Und haben den Timer. Ja, perfekt. Ja, 4 Minuten sollte reichen. Ich scheiß voll auf die Skelette. Oh, vielleicht auch nicht. Was? Sobald ich das starte, triggern unglaublich viele Skelette, aber dadurch, dass ich 4 Minuten Zeit habe, ist es nicht so schlimm. Kann ich die hier hinschicken, ganz einfach? Probier's mal aus, vielleicht kriege ich das ja mit den Leuten hier hin. Also das wird definitiv mit den Leuten klappen, aber dazu muss das hier offen sein. Wie immer ist das aber nicht so. Das ist doch scheiße. Was soll denn das? Gut. Dann machen wir das so. So, die Leute werden da jetzt schon mal hingehen, währenddessen wir hier schon mal irgendwie mal zu dem Quest-Tiny da unten hingehen und vielleicht schon mal da was triggern. Das ist ja unglaublich doof. Hä? Was bin... Achso, die Fliehviecher. Ich weiß gar nicht, das Skelett dürfte jetzt eigentlich noch nicht da sein, ne? Ich hätte mal eine neue Gruppe machen sollen. Weil wenn ich jetzt einfach so Klick mache, dann habe ich nämlich auch noch hier die drin. Natürlich uncool. Ne, jetzt Skeletti sind noch nicht da. Gut, alles klar. Jetzt hör doch auf mit dem... Ja, den Bären können wir ruhig wegmachen. Das ist kein Problem. Die haben einfach mal komplette Map Vision, ne? Diese kleinen Arschlochbienen hier. Ist unglaublich, wie weit die fliegen. Boah.
Okay, nee, die sind ja jetzt schon da. Dann machen wir das nochmal hier mit dem Teleportieren, oder? Und diesmal klappt das auch. Ja, diese Arschlochbienen! Warum? Killt sie! So, die sollen jetzt hier hingehen, dann markiere ich sie alle, dann mache ich eine neue Steuergruppe. So, dann porte ich meinen Hauptcharakter dahin. Heilige Stätte. So. Und dann machen wir das Ganze nochmal und diesmal sollte das aber klappen. Oh, warte. Aber. Wir speichern das Ganze. Sicher ist sicher, ne? Falls ich dann nochmal verkacke, dann bin ich da gleich sofort wieder. Mein Hauptcharakter hat aber keinen Bock drauf zu kämpfen. Ach so, weil er nicht kann. Ja gut, alles klar, super. Na guck mal, funktioniert das schon viel besser. Eben muss noch ein Skelett. Da. Wir sind noch voll in Zeit. Jetzt noch mein Charakter in Game hier drin. Das Doofe ist, dass ich halt hiermit immer so einen Gegner anklicken muss, ne? Das hat so jetzt zu sagen, so hey, der wird jetzt. Ups. Wenn ich jetzt so sage, okay, lustig, ich habe die gar nicht, bin gar nicht in die Steuergruppe gepackt. So, ja, wenn ich jetzt sage, so, ey, den hier, der wird sein, dann, naja, ne? You know what I mean. Das sind da so kleine Pünktchen und dann denkst du dir so, yo, das musst du erstmal schaffen anzuklicken. Ist immer so ein bisschen blöd. Aber gut. So, mach die jetzt noch fertig hier. So, machen wir. Eine Welle des Lebens flutet durch den Baum, seine Blätter grünen und seine Zweige spannen sich gleich einem erwachsenen. Einen erwachenden Menschen hebt er sich zu voller Größe. Ich danke euch. Dankt Idara. Ich hoffe, sie wird wieder in eurem Schatten ruhen können. Ohne ihre Träume werden sie bald bis zum Tode erschöpft sein. Meine Vögel können den Traumdieb nicht sehen. Aber bevor die Dürre über mich kam, war ein Priester namens Galius auf der Suche nach ihm. Fragt nach Galius im Tempelbezirk von Siebenburg. Wir müssen den Traumdieb finden, Shaikan. Oder Idara und viele andere sind des Todes. Diese Quest geht weiter. Traumdieb. Irgendwie habe ich jetzt. Oh, Quest abgeschlossen. Ja, immerhin kriegen wir ein bisschen Erfahrung. Mehr wollte ich auch gar nicht machen. Ja. Guck mal, wir machen jetzt weiter bei unserer Hauptquest. Teleportation! Yeah! Zum.
Wie heißt das da? Keine Ahnung. Königspalast. Oh, kannst mal sehen. So. Wir fragen jetzt einfach den Typen hier. Hätten wir uns auch hinteleportieren können eigentlich. Ja, geil, ne? Hätten wir nicht laufen müssen, aber wir gehen da jetzt hin, weil so weit ist der Weg ja jetzt auch nicht. Ich hab's ja gesagt. Magister Askan, ihr versteht euch auf Portalmagie? Nicht so gut, wie ich gerne würde. Was will denn ein Hau drauf wie ihr damit? Könnt ihr den Seelenträger anhand seines Portalsteins finden? Den Seelent... Ah, Shaikan, natürlich. Nun, ich habe Rohns Kunst so weit studiert, dass ich wohl eine Verbindung zu dem Portalstein eures Seelenträgers herstellen könnte. Ich öffne sozusagen ein Portal direkt in seiner Nähe. Dann los. Dann los? Dann los. Banausen alle miteinander. Seid ihr denn auch bereit, diese Reise anzutreten? Naja, gut, ich muss noch was. Ach so, dann bin ich jetzt also auch weg dann, ne? Von der Map wieder. Ich habe noch was zu erledigen. Ja, also theoretisch hätte ich da ja noch eine Quest, die ich machen könnte, aber come on. Ich bin bereit. Bringt mich zum Seelenträger. Aber ihr könntet auch mitten im Bagagor herauskommen. Das ist euch doch klar. Dieses Wagnis muss ich eingehen. Nun gut, ich webe den Zauber. Wo auch immer er euch hinbringt. Die Shaikan stöbern herum. Wenn sie die schwimmende Stadt finden, könnten sie gefährlich werden. Ein Auftrag für euch, Richter. Wir kommen also in der Geisterwacht raus. Auch wenn der Kontinent Xu wieder ein blühender Garten ist, manche Orte sind so durchdrungen von dem Dünger, dass die dort... Was? Von den Dingen, nicht von den Düngern, lol. Von den durchdrungen von den Dingen, die dort geschahen, dass selbst die Kraft der Dryade ihr ödes Antlitz nicht ergründen vermag. Als ich die Geisterwacht betrat, konnte ich die Verzweiflung der Dunklen spüren, welche von unseren Truppen durch ganz Xu hierher gehetzt worden waren. Ich konnte spüren, wie sie weinend vor Erschöpfung in unmenschlicher Anstrengung aus diesem alten Formhaufen einer Festung eine Festung schufen, achso. Und während ihre besten Krieger ihr Leben für einen kurzen Aufschub unseres Sieges gaben, bauten sie hunderte von Schiffen und flohen hinaus in die offene See, nicht wissend wohin ohne einen Hafen als Heimat. Auch wenn wir heute jeden Tag verfluchen, an dem es uns versagt blieb, die Geißel der Dunklen zu vernichten, an diesem Ort kann man sich der Ehrfurcht vor ihrer Stärke und Unbeugsamkeit nicht vollends entziehen. Alia Arias, Kaiserin von Emphyria. Gut, Geisterwacht klingt jetzt nicht so nach einem schönen Ort, aber wir sind halt jetzt in der Geisterwacht. Niemand. Scheint ein altes Lager zu sein. Der Portalstein ist noch da. Etwas Ausrüstung? Sie sind angegriffen worden. Hier sind Aufzeichnungen. Wir haben die Stadt durchsucht. Diese Geisterwacht macht ihrem Namen alle Ehre. Aber wir haben das Drachennest gefunden. Unter den Trümmern der dunklen Stadt waren die Überreste der Drachengehege der Forma kaum noch zu erkennen. Aber die Soldaten aus Emphyria zeigten sie uns. Lya hat dort Hinweise auf eine Art Schiff gefunden, mit dem die Forma von hier aus zu einer Art Zitadelle gefahren sind. Dort lag anscheinend das Zentrum ihres Wissens.
Dort werden wir mehr über die Drachen erfahren. Morgen werden wir zu dem seltsamen Steinschiff aufbrechen. Die Untoten der Stadt scheinen unruhiger zu werden, je mehr wir in Erfahrung sind. Es wird wirklich Zeit, dass wir von hier verschwinden. Bruder! Meine Klinge sei dein Richtspruch. Und dein Blut, mein Preis. Wir stehen da nur rum. Nein, haben sie das gefixt? Nein, die haben das gefixt! Oder ist das jetzt... Ah, nee, die haben es auch nicht gefixt. Oh, gut, das hat eben gar nicht funktioniert. Ich dachte schon, die haben es gefixt, dass man im Kampf keine Leute wiederbeleben kann, weil das ist ja eigentlich auch nicht möglich. Also, es ist dann so nicht gedacht, aber man kann es halt trotzdem. Also, das Spiel sagt einem was anderes, aber es geht halt. Deswegen schade, wenn es nicht gehen würde. Ich lebe? Du hast das Blut der Shaikan getrunken, Monstrum. Und mit ihm das Blut des Drachen. Es gibt dir Leben. Aber das haben wir gleich. Wartet. Ich bin ein Blutrichter. Ein Jäger. Ich richte diejenigen, die ihren Handel mit der Roten Horde nicht einhalten. Mein Handel ist nicht mit euch. Riddengard war mein Ziel. Aber er hat mich in Bann geschlagen. Man hatte vergessen, mir zu berichten, dass er die Macht des Allfeuers beherrscht. Nun, mein zeitweiliger Tod scheint den Bann gebrochen zu haben. Aber ich muss immer noch seine Allfeuerkraft überwinden. Mordecai sprach von der Quelle des Allfeuers. Scheinbar führt die Spur, der wir folgen, auch zur Quelle von Riddengards Macht. Sonst würde er kaum einen Mörder hinter uns herschicken. Dann lasst mich mit euch kommen, bis ich Riddengards Macht ausschalten und ihn richten kann. Das wäre wohl auch in eurem Interesse. Also gut, Richter. Suchen wir zuerst nach den Soldaten Empyrias, von denen Jared geschrieben hat. Ich bin mir da nicht so sicher, dass es wirklich eine kluge Idee ist, den mitzunehmen, aber Kane. Deckard Kane etwa? Hat sich uns angeschlossen, wir können jetzt auch ausrüsten. Er sieht halt auch echt aus, als könnte er richtig, richtig krass reinhauen, ne? Mit seinem richtig fetten Schwert. Mal gucken, was hat er denn da so? Ein Hinterhalt. Ja, what the fuck? Die Angriffe werden schlimmer. Was hab ich getan? Warum hetzt ihr mich? Ich wollte ihn doch gerade erst... Och, lol. Das ist aber unfair. Zeig dich, Jäger, Geist, Monstrum, Gott, was auch immer du bist. Wahrscheinlich der, ne? Haag, er schickt die Tiere. Haag? Ein Schamane, halb Ork, halb Geist. Er wandelt unsichtbar. In Tirganach sind wir schon einmal auf ihn getroffen. Er wird sich nur zeigen, wenn er sich seiner Sache sicher ist. Es hat keinen Zweck. Ich muss mich ihm allein stellen. Ich hoffe, meine, die Spawn ist nicht normal oder so hier, weil ich würde jetzt gerne eigentlich meinen neuen Begleiter ausrüsten, was mir irgendwie verwehrt bleibt. So, was hast du denn? So, oh, schwere Kampfkunst. Oder Shaikan, schwere Kampfkunst oder schwere Rüstung. Ja, also ich sag mal so, der ist schon relativ gut ausgerüstet, ne? Ja. Was hat er für eine Waffe?
Das ist eine schwere Waffe, ne? Man sollte auch solche Sachen tragen. Zweihändig. Waffenhand. Woher sieht man denn bitte... Achso, da steht ja nicht Waffenhand, sondern zweihändig, ne? Genau. Also das heißt, er bekommt auch nur Zweihänder, weil er halt einen Zweihänder trägt. Und ich trage halt... Was trage ich? Waffenhand. Ich könnte eigentlich auch einen Zweihänder tragen. Obwohl, ich könnte zwei Waffen... Leute, warum mache ich das nicht? Hä? Bin ich doof? Ja, ich glaube, ich bin doof. Ach, das... Ach, weiß ich, geht. Ach so, stimmt, weil ich ein Schild tragen könnte. Richtig, genau. Aber mache ich das mit einem Schild? Also bis jetzt ist doch kein Schild gedroppt, aber ich könnte natürlich ein Schild tragen. Stimmt. Ja. Aber er hat einen Zweihänder. Vielleicht soll ich auch auf Zweihänder gehen. Ja. Aber er ist halt voll gut ausgerüstet. Ich glaube, wir brauchen ihn gar nicht ausrüsten. Weil er halt schon gut ausgerüstet ist. Ja gut, dann lassen wir das erstmal. Gut, gut, gut. Dann, bin immer noch nicht so sicher, ob der Typ überhaupt der irgendwie aber nicht uns hintergeht, aber... Ja, müssen wir mal sehen. So. Wir haben einmal Whisper. Achso, das wird hier auch alles, wo was ist, ne? Duell. Lass Whisper alleine zu dem Ort gehen, an dem er sich Hakan stellt. Das ist der Punkt da unten. Und Emphyrias Wächter sucht nach einem Außenposten der Truppen von Emphyria im Westen. Also ein bisschen nach Westen. Und das Duell. Wer ist Whisper nochmal? Ist das Whisper? Das ist Whisper. Der müsste theoretisch... Dann da unten zum Duell. Mal, ob wir den da hinbringen können, irgendwie hier so über den Weg. Okay, vielleicht nicht. Ja gut, dann gehen wir wohl erstmal zusammen weiter und gucken mal, ob wir Whisper dann irgendwie da hinbringen können. Weil hier ist einfach nur ein Boot mit nichts. Das ist natürlich nicht so cool. Ist er wieder angekommen? Ja. Die Sachen hier sehen zerwühlt aus. Scheinbar ist die Gruppe angegriffen worden und musste fliehen. Ihr findet einige gebundene Notizen, die scheinbar von Lyra stammen. Die Notizen durchsuchen. Die Aufzeichnungen aus Tirganach waren hilfreich. Die Formsprache hier hat tatsächlich Ähnlichkeit mit der Sprache des Arun-Ordens. Arun? Der? 12 aus 1? Arun? Bitte nicht. Dies war einst Sanshala, eine Art Ort der Studiums der Former. Die Dunklen haben ihren Hafen direkt an die alten Formerstadt gebaut, waren aber glücklicherweise bei ihrer Flucht in Eile und haben so wenig in die Tiefe gegraben. Ja, ich muss noch kurz was gucken. Okay. Einige der alten Forma-Anlagen sind in etwas Grabungsarbeit zugänglich. Also sind mit etwas Grabungsarbeit zugänglich. Wir haben bereits an einigen Stellen Kristallartefakte geborgen. Die Forma hatten, wie vermutet, ein starkes Interesse an ihren späteren Nemesis, den Drachen. Ja. Hier in Sanshala wurden wohl vor allem die Drachlinge erforscht, die kleineren, weniger intelligenteren Unterart der Drachen. Ich werde an den Grabungsstellen weiterarbeiten. Quest oder nur Information? Nur Information.
Nee, Quest. Drachlinge. Das heißt, wir müssen jetzt Drachlinge finden. Quest erhalten. Achso, oder wir haben eine Quest ab. Also, wir haben immer noch das Duell. Da haben wir noch einen Punkt. Warum? Was bedeutet dieses Weiße? Wahrscheinlich bedeutet das Weiße, dass die Quests trackbar sind, ne? Also Drachlinge. Wir haben hier Drachlinge. Das ist so in jedem Quest. Findet auf den Geisterwacht die Grabungsstätte, von welcher Lydia gesprochen hat, ja. Das können wir machen. Und wie gesagt, das Duell. Aber dazu müssen wir erstmal überhaupt wissen, wie wir da hinkommen, ne? Und das Ding. Aber das ist nicht trackbar, weil da müssen wir wahrscheinlich irgendwie selber das Gebiet durchsuchen. Das ist wahrscheinlich auch nicht schwer. Das ist doch in Ordnung. Ja, dann machen wir mal F9 und dann schauen wir mal, was wir so mit unserem neuen Verbündeten, der vorher uns töten wollte, ja, was wir mit dem machen, ne? Ich denke mal, der kann durchaus was im Bereich reinhauen machen für uns. Das wäre sehr schön. Und ja, neues Gebiet erkunden. Sieht jetzt erstmal nicht nach Aufbauen aus, ne? Was ich aber auch gar nicht so ganz schlecht finde. Aber ja, wir erkunden erstmal hier das ganze Gebiet. Also dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.